Wir haben uns bereit gemacht, wir gehen jetzt zur Straße. Greet the people. Say hallo Deutschland. In Spanisch? No, in hallo Deutschland. Deutschland. Yeah. You say Deutschland. Deutschland. Hallo Deutschland. Hallo Deutschland. Yeah. Auf dem Weg zur Straße über Feldwege. Und da ist der Chobe River. Ich weiß nicht, ob man ihn sieht. Wir haben jetzt erstmal ein Taxi genommen, damit wir an eine vernünftige Stelle kommen. Okay, wir haben es jetzt bis zur Straße geschafft. Das ist, die fährt durch den Chobe Nationalpark. Das wusste ich vorher gar nicht. Oder wir. Und jetzt versuchen wir hier weiterzukommen. Das Taxi hat übrigens, haben wir 80 Puler bezahlt, ungefähr 6 oder 7 Euro für 40 Kilometer oder so. You want to take some photos? Yeah, yeah. Take video. There's not a problem. Wir machen eine kleine Safari. Hier sind die Elefanten. Wir sind jetzt schon an der botswanisch-namibischen Grenze. Das ist der Chobe River. Republic of Namibia. Also wir sitzen jetzt noch im Car von Heinrich. Der hat uns gerade seine Nummer noch gegeben, falls wir irgendwo zwischendurch noch Hilfe brauchen. Und wir warten jetzt noch auf irgendeine Registration. Muss noch registriert werden, sein Auto oder so. Noch eine kleine Story zu gestern, was der Typ mir erzählt hat, der mich zur Grenze gefahren hat. Vor ein paar Jahren ist ein Freund von ihm, hat einen Elefanten angefahren. Und ist gestorben und der Elefant auch. Also wenn du hier einen Wildunfall hast, kann das nochmal tödlich enden. Die Viecher sind einfach viel zu groß und zu schwer. Also Heinrich kam gerade wieder. Es gibt irgendwelche Probleme. Also man braucht irgendein Papier, irgendwelche Papiere. Wenn du mit dem südafrikanischen Auto, er hat ein Mietauto aus Südafrika, nach Namibia fährst, braucht er irgendwelche Papiere. Aber die können wir noch nicht ausstellen, weil das System irgendwie nicht hinhaut. Aber die versuchen das jetzt zu fixen. Namibia. Wir sind in Katima Mulilu, Namibia. Mittagessen. Und dann versuchen wir mal gleich einen Lift, einen kostenlosen Lift zu bekommen. Weil die bis jetzt wollten immer Geld haben. Wir haben insgesamt jetzt ungefähr 10 Dollar bezahlt. Das ist ein bisschen günstiger als gestern, aber immer noch zu viel. Eine SIM-Karte und Daten. Hier gibt es auch Spar. So, wir sind auf dem Weg zum nächsten Spot. Wieder aus der Stadt rauslaufen, 4 Kilometer oder so. Aber hier hupen uns schon die ganze Zeit Autos an und fragen, wo wir hin wollen, nach Rundu, also fragen, sagen, dass sie nach Rundu fahren, die nächste Stadt. Es könnte schwer werden, hier was Kostenloses zu finden. Aber wir probieren es. Wir haben noch gute 4 Stunden bis dunkel wird. Also der erste kostenlose Lift. Die zwei haben uns jetzt die 3 Kilometer zum Ende der Stadt gefahren, die wir sonst gelaufen wären. Jetzt müssen wir aber zur nächsten Siedlung 113 Kilometer. Mal gucken, wie sich das gestaltet. Also wir waren jetzt in einem anderen Auto. Ist nicht bis nach Kongola gefahren, aber würde uns dahin fahren, aber der wollte halt Geld haben, dann sind wir wieder ausgestiegen. 6 Euro umgerechnet für 100 Kilometer. Also es haben jetzt schon 4 Autos gestoppt, glaube ich, und die wollten alle Geld haben. Der eine meinte Kongola 100, der andere 100 each, also jeder 100. Aber einer hat uns für 50 angeboten, 50 für beide, also 25 für einen. Aber wir versuchen noch den kostenlosen zu finden.
Vielleicht einfach europäische Touristen. Ja. Okay, die Flughafenpolizei hat uns mitgenommen. Die hatten wohl Mitleid mit uns und haben uns jetzt weitergefahren an diese Straßenmündung, wo wir noch mehr Autos abfangen. Okay, es geht bis zum Kola. Wir sind jetzt an irgendeinem Checkpoint hinter Kongola, da wo wir jetzt hinfahren wollten. Er hat jetzt auch komischerweise mehr Geld gefordert, als wir abgemacht haben, aber wir meinten so, nee, haben wir nicht gesagt. Und jetzt sind ja solche Soldaten und die meinten, wir sollen auf dieser Seite stehen, obwohl wir eigentlich auf der anderen Seite treffen müssen. Und der eine meinte auch, die Wunde, wo wir hinwollen, ist far, maybe 250 Kilometer, aber es sind nur 200. Also irgendwie, ich weiß nicht, die wollen uns alle ein bisschen betuscheln hier. Also wir können da nicht drüber, weil da wilde Tiere sind. Das ist der Nationalpark Boabuata. Aber wir sollen hier warten auf Leute, die uns mitnehmen. So, wir haben es weiter geschafft, direkt 200 Kilometer durch den Boabuata Nationalpark mit Muape. Thank you very much. So, alles abgefackelt hier. Komplett Start. Die andere Seite ist gut. Also wir wollten erst nur 200 Kilometer mitfahren bei Muape im Truck. Und dann habe ich gefragt, ob er uns noch weiterfahren kann nach Rundu. Aber er hat dann gesagt, dass es ziemlich gefährlich da ist, dass man da mit Messern bedroht wird und dann ausgeraubt wird. Deswegen gehen wir noch in eine kleinere Stadt, die er uns empfohlen hat, nochmal 120 Kilometer hinter Rundu. Ja, Mururani ist das. Blutsonne. Der Okavango River. Oh. So viele Tierdokus darüber gesehen und jetzt bin ich hier. Wir machen jetzt eine kleine Snackpause. Das ist unser LKW. Wir transportieren Säure für irgendwas mit Kupfer. Ein leckeres Schnitzelbrötchen. Rundu. Kriminelle Stadt. Wir haben jetzt schon nach 23 Uhr, aber wir sind gleich da in 15 Kilometer ungefähr. Dann haben wir heute fast 800 Kilometer gemacht. Sehr gut, sehr stark. Okay, wir haben uns jetzt eingerichtet und pennen einfach zu dritt im Führerhaus. Und morgen um 5 Uhr geht's weiter in die nächste Stadt, nach Grootfontein. Mappe hat dann uns das Bett überlassen. Er meinte, einer mit Gesicht nach da, einer mit Gesicht andere Richtung. Und er selber hat sich dann im Fußraum gemütlich gemacht. Also wir haben einen zugeparkt, jetzt müssen wir den frei machen und dann noch eine Stunde schlafen. Was ein geiler Typ. 700 Kilometer und dann noch eine Unterkunft. Habt ihr noch? Also Mappe hat uns jetzt noch weitergefahren nach Grootfontein. Also haben wir die ersten 130 Kilometer heute quasi im Schlaf gemacht. Ja, und jetzt geht's weiter.
gucken, wie weit es heute geht. Ich möchte nämlich zum Brandberg, das ist der höchste Berg in Namibia. Und das sind ungefähr 400 Kilometer. Das ist unser neuer Spot, direkt neben den Buschbrand hier. Und da sind auch noch andere Tramper. Mappe meinte, die wollen auch zur Mine, da wo er das, die Säure hinbringt. Die Sonne geht auf. Die anderen Tramper werden jetzt mitgenommen. Also wir stehen hier schon eine gute Stunde. Die meisten Autos biegen hier ab. Da geht es zur Kupfermine. Und das ist eigentlich die Hauptstraße in die Hauptstadt. Aber hier geht es nicht so viel los. Und die Leute wollen heute auch nicht. Vielleicht schlafen ja auch alle noch. Wir sitzen im nächsten Truck nach Otavi. Laden noch jemand. Ja, das war John. Der lädt jetzt hier und wir gucken uns mal Otavi an. Also für die meisten Autofahrer funktioniert Trampen ohne Bezahlen hier nicht. Das haben wir jetzt mittlerweile bemerkt. Deswegen habe ich mal den Buspreis ausgerechnet pro 100 Kilometer, den man bezahlen würde. Von der ersten Stadt Katima in Lilo nach Windhoek. Das wären 40 oder 400 Namibian Dollar und dann ist das pro Kilometer ungefähr, also 30 Dollar pro 100 Kilometer. Und die würden wir dann mal bezahlen. Und ja, bezahlen wir immer so 1,50 pro 100 Kilometer. Aber das geht einfach. Unser neuer Spot. Ne. Kommt Uchiwarongo, die nächste Stadt. Steffens Gebäude. Jetzt erstmal einkaufen. Wir waren jetzt bei Spar und da habe ich mir so ein Bowl geholt. Das waren aber 4 Dollar, also 4 Euro. Das ist ziemlich teuer, dieser Laden. Koki ist gerade eingefallen, dass er heute Abend um 5 Uhr ein Meeting hat. Mit seinen Freunden irgendwie was über eine Hochzeit besprechen. Und deswegen muss er jetzt, fährt jetzt nach Windhoek, um WLAN sich zu organisieren. Die Kollegen haben mich jetzt zu dieser Kreuzung gefahren, die 3 Kilometer außerhalb der Stadt liegt. Ich habe jetzt noch 2 Mittrapper, die wollen auch noch in Maululu, die nächste Stadt. Also André hat mich jetzt mitgenommen. Er ist Farmer. Ja. Kann vielleicht bei seinen Eltern schlafen, wenn ich in Windhoek vorbeikomme. Das ist schon mal ganz gut. Und nach Omaruru sind es noch 100 Kilometer. Wir sind jetzt 40 Meter gefahren oder so. Aber er meinte irgendwie, dass er Angst hat vor mir und dass ich ein anderes Auto steigen soll. Ja. Er fand das irgendwie alles ganz komisch oder hat für ihn nicht zusammengepasst, dass ich einfach hier zelten möchte oder dass ich nach Wies oder ich weiß nicht, wie man die Stadt ausspricht. Er kannte die halt nicht, dass diese Stadt am Brandberg, wo ich hin möchte. Und dass ich Deutscher bin und dass ich nach Kapstadt will. Das fand er alles ein bisschen komisch und dann hat er ein bisschen Angst gehabt. Ach so, ich habe am Anfang auch gesagt, dass es mir unangenehm ist, den Rucksack in den Kofferraum zu tun, weil mir der vorher schon geklaut wurde halt. Und dass ich den auf den Rücksitz nehmen will. Das war vielleicht auch noch ein Grund. So, ich bin jetzt in Umaruru und die letzten 3 Lifte waren umsonst. Es geht also doch. Ich check jetzt mal den Fluss ab, den ich auf meiner Karte gesehen habe.
und gucken, ob ich mich da ein bisschen baden, waschen kann. Und sonst gucke ich noch nach Einkaufen und dann sind es noch 120 Kilometer bis zum Brandberg. Okay, hier gibt es keinen Fluss, das ist ausgetrocknet. Hätte ich mir eigentlich denken können, es wäre so trocken. Hier gibt es zwar eine Wäscherei, aber die ist glaube ich nur für Klamotten. Einige Formationen sehen im Brandberg schon ähnlich. So, ich wurde hier am Supermarkt abgesetzt. Mir noch Eis geholt. Jetzt überlege ich, ob ich wild campe oder zum Campingplatz gehe. Weil da gibt es wohl auch einen Pool. Das ist ganz nett. Wenn ich die ganze Zeit hin und her gehen und überlegen, was ich mache. Weil Pool wäre eigentlich schon ganz gut, aber das sind umgerechnet 14 Euro. Und ich bin eigentlich schon pleite. Deswegen gehe ich jetzt mal nach dem Spot zu. Da hinten muss man durch so ein Tor in dieses abgezäunte Gelände, weil da stand nicht irgendwie, dass man hier nicht rein darf. Deswegen gucke ich einfach mal hier, weil hier ist so schon die beste Sicht auf den Berg. Das Zelt ist auch schon mal drin. War komplett abgezäunt. Also ich habe mit den Typen angeredet, das sind aber nur Bauarbeiter. Die wissen nicht, ob das jemand stört, wenn ich hier zelte. Ich bin einmal um den kompletten Hügel herumgelaufen, damit ich auf der anderen Seite vom Zaun bin. Also ich habe jetzt mit den Einheimischen geredet. Die sitzen da alle unterm Baum. Das sind Himbo, glaube ich. Und die wohnen da in so einem einheimischen Dorf. Und das ist auch eine Sehenswürdigkeit. Also man kann sich die da angucken, wie die leben. Ja, aber die meinten, ich kann hier campen, kein Problem. Ja, was soll ich sagen? Das ist halt mein Zeltplatz. Ich lege immer irgendwie mehr Wert auf die Location als auf die Möglichkeit oder Machbarkeit. Aber dieser Ausflug ist halt der Punkt. Sieht bisher nicht ganz so gut aus, aber ich versuche jetzt mal die Heringe. Okay, das hat besser geklappt, als ich gedacht habe. Die Heringe sind gut reingegangen. Ist das einheimische Dorf, indigenen Dorf. Vielleicht schaue ich da morgen mal vorbei. Da ist das andere Dorf, Wies. Da sind eine Mine. Erstmal was essen. Ja, ist schon 4 Stunden alt, aber schmeckt bestimmt noch. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber da unten machen die Dorfbewohner jetzt noch was.